Ein herzliches Willkommen aus dem Theodor-Heuss-Haus in Stuttgart zu einem Expertengespräch aus unserer Reihe Heuss aktuell. Unser Thema heute lautet das Virus und der Schuldenstaat. Wer zahlt den Preis? Dazu begrüße ich sehr herzlich Frau Professor Dr. Veronika Grimm, Inhaberin des Lehrstuhls für Wirtschaftstheorie an der Universität Erlangen-Nürnberg und Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung bei der Bundesregierung. Herzlich willkommen, Frau Grimm. Hallo, Herr Hartfelder. Ebenso herzlich begrüße ich Herrn Professor Dr. Werner Plumpe, Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Frankfurt am Main. Herzlich willkommen und einen schönen Abend, lieber Herr Plumpe. Ja, ebenso. Herzlich willkommen. Schönen Abend. Frau Grimm, die Bundesrepublik kämpft, wie viele andere Staaten auch, gegen die Ausbreitung und gegen die Folgen einer Pandemie historischen Ausmaßes. Dabei bedient sie sich fiskalischer Mittel, deren Ausmaß man ebenso als historisch bezeichnen könnte. So wird sich die Bundesrepublik in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 voraussichtlich mit circa 400 Milliarden Euro insgesamt neu verschulden. Hand aufs Herz, Frau Grimm, ist der Staat dabei, sich bei der Bekämpfung der Pandemie finanziell zu überheben? Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, wir standen vor der Pandemie gut da, hatten eine gute Haushaltslage. Und es kam jetzt durch die Pandemie, das muss man ja sehen, im zweiten Quartal 2020 zu einem Wirtschaftseinbruch, den wir eigentlich seit Beginn der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung nicht erlebt haben. Wahrscheinlich auch, aber das wird der Kollege Plumpe besser beurteilen können, wahrscheinlich auch seit dem Zweiten Weltkrieg nicht. Und hier gilt es jetzt natürlich, den wirtschaftlichen Schaden, der entsteht, auch zu begrenzen. Durch die Beschränkungen, die den Unternehmen aufgelegt werden mussten, kam es im Frühjahr und kommt es jetzt auch wieder zu starken Umsatzeinbußen. Und um zu verhindern, dass daraus Insolvenzen und Arbeitslosigkeit entstehen, muss der Staat jetzt mit Überbrückungshilfen eingreifen. Das ist teuer. Gleichzeitig gilt es jetzt, die Erholung der Wirtschaft schnell wieder anzuschieben. Und hier wird ja agiert zum einen mit Konjunkturmaßnahmen, zum anderen auch mit einem Zukunftspaket, wo Investitionen getätigt werden sollen, die dann auch das Wachstumspotenzial für die Zukunft erhöhen sollen. Das ist schon das richtige Vorgehen. Man kann natürlich jede einzelne Maßnahme nochmal hinterfragen und sicherlich gibt es da auch gewisse Möglichkeiten, das noch zu optimieren. Aber insgesamt ist das schon das richtige Vorgehen. Da besteht ja auch aktuell eine große Einigkeit zwischen den Ökonomen, dass das insgesamt das richtige Vorgehen ist. Darf ich da gleich noch eine Frage anschließen, Frau Grimm? Der Vertrag von Maastricht sieht ja eine Obergrenze für die Staatsschuldenquote vor. Mitglieder der Eurozone dürfen sich im Grunde nur bis zu 60% ihres jeweiligen Bruttoinlandsprodukts insgesamt verschulden. Dieses sogenannte Maastricht-Kriterium wird ja aktuell jetzt gerissen und es wird auch oft kritisiert, dass dieses Kriterium im Grunde genommen eher willkürlich sei. Auch von Seiten der Wissenschaft wird diese Kritik vorgetragen. Gibt es denn wissenschaftlich begründbare Kriterien für die Tragbarkeit von Staatsschulden? Wichtig ist natürlich, dass die Staaten im Prinzip zahlungsfähig bleiben. Und hier haben wir in der Europäischen Union eine besondere Herausforderung, dadurch, dass die Geldpolitik in dem Terrain der EZB liegt, während die Fiskalpolitik bei den Staaten liegt. Und da ist es eben sehr wichtig, um eben eine Staatsfinanzierung über geldpolitische Maßnahmen auch zu verhindern und nicht notwendig zu machen, ist es eben wichtig, da Regeln aufzuerlegen. Klar, die Regeln im Detail unterliegen der Kritik. Wichtig ist aber, dass tatsächlich auf solide Staatsfinanzen hoher Wert gelegt wird. Und das wird nach der Pandemie auch wieder so kommen. Jetzt haben wir uns in der Europäischen Union zusammengerauft. Es gibt die Hilfspakete, aber die Hilfspakete müssen jetzt natürlich einhergehen, einerseits mit Investitionen, die dazu führen, dass die
Mitgliedstaaten der Europäischen Union auch wieder auf einen guten Weg kommen, sich erholen können von dieser Krise. Aber gleichzeitig wäre es eben gut, wenn an der einen oder anderen Stelle auch Reformen angestoßen werden, die dann dazu führen, dass eben langfristig auch die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen gewahrt bleibt. Herr Plumpe, kann uns denn ein Blick in die Wirtschaftsgeschichte bei der Beantwortung dieser Frage der Tragbarkeit von Staatsschulden und Staatsschuldenquoten denn weiterhelfen? Naja, die Geschichte macht nicht klug für morgen, hat Jakob Borkert gesagt, aber vielleicht weise für immer. Das muss man sehen, was dabei herauskommt. Ein Blick in die Geschichte der Staatsschulden ist zweifellos wichtig, notwendig, um zu sehen, dass Staatsverschuldung keine unproblematische Geschichte ist. Ich glaube, das unterstellt auch niemand, der das heute macht, sondern man argumentiert eher damit, dass aus der Not heraus es nicht anders möglich sei, als dass man das Geld in die Hand nimmt, um die unmittelbaren Krisenwirkungen zu dämpfen und gegebenenfalls die Konjunktur wieder ins Laufen zu bringen. Aber die historischen Beispiele sind doch alle so, dass sie nicht unbedingt optimistisch stimmen. Wir haben eine unendliche Anzahl von großen Staatsverschuldungskrisen in der Geschichte gab, die sich mit der gegenwärtigen nicht so ohne weiteres vergleichen lassen, weil in der Regel der Anlass für Staatsverschuldung eben Kriegführung und Ähnliches gewesen ist. Aber aus den Schulden wieder herauszukommen, ist ein sehr, sehr großes Problem. Und die Geschichte stimmt in dem Punkt eigentlich nicht optimistisch, dass das leicht gelingt. Herr Plumpe, gleich noch eine Frage daran anschließend. Von dem großen Ökonomen John Maynard Keynes haben wir gelernt, dass die schwäbische Hausfrau nicht unbedingt das Maß der Dinge ist, wenn wir über staatliche Fiskalpolitik, über Staatsschulden und dergleichen sprechen. Nun sind seit Keynes fast 100 Jahre vergangen und in letzter Zeit konnte man zuweilen doch den Eindruck gewinnen, als würde die schwäbische Hausfrau zumindest in Berlin wieder das Regiment führen. Jetzt aber neuerdings verschuldet sich der Staat wieder sehr stark nach Jahren der Sparsamkeit. Würden Sie denn sagen, dass wir aktuell uns inmitten eines, ja vielleicht sogar eines fiskalpolitischen Paradigmenwechsels befinden, weg von einer Politik der Sparsamkeit, der Austerität vielleicht, hin zu einer Politik wachsender und vielleicht sogar unbegrenzter Staatsverschuldung? Ich würde sagen, man gesteht heute ein, etwas, was man seit längerer Zeit bereits tut. Wir haben seit den 1960er Jahren einen kumulativen Prozess der Zunahme der Staatsverschuldung. Das muss nicht immer nachteilig sein. Und im Einzelnen kann das gut begründet gewesen sein, dass man auf das Mittel der Verschuldung zurückgreift, um bestimmte Ziele, Zwecke zu erreichen. Nur ist dieser Prozess leider kumulativ. Wir haben eigentlich, abgesehen von Ausnahmen, kaum einen Abbau von Schulden, sondern eher eine Zunahme der Schulden gehabt, obwohl viele der Anlässe, aus denen die Schulden gemacht worden sind, längst vorbei sind. Ich glaube, das Neue, was man jetzt macht, ist das, dass in der Europäischen Union nach und nach man eingesteht, dass man das auch wirklich tut, dass man den Staat und die Staatsverschuldung mehr oder weniger strategisch benutzt. Das hat man eben mit den Maastricht-Kriterien eigentlich ausgeschlossen. Aber in der Zwischenzeit scheint es ja so zu sein. Die Bundesregierung betont zwar, dass man danach wieder zu einer soliden Finanzierung zurück will, aber das Konzert der europäischen Staaten ist in dem Punkt ja sehr, könnte man sagen, fast disharmonisch. Da muss man davon ausgehen, dass die jetzt einmal gerufenen Geister man so schnell nicht wieder los wird. Und das Bemerkenswerte ist ja das, dass die Bundesrepublik heute deshalb so gut dasteht, weil sie sparsam war. Es ist ja nicht so, dass diejenigen, die viel Geld ausgegeben haben, die hohe Verschuldungsquoten haben, die geringsten ökonomischen Probleme haben. Das Gegenteil ist ja der Fall. Und insofern ist einfach die empirische Evidenz auch so, dass man sehr aufpassen muss, in welche Richtung das geht. Frau Grimm, Herr Plumpe hat eben von einer kumulativen Verschuldung gesprochen und das muss ja in der Tat zu denken geben und führt mich zu der Frage, welche Strategien kennt eigentlich die ökonomische Theorie, um hohe Staatsschulden nicht nur zu begrenzen, sondern auch wieder zurückzuführen? Welche Strategien kennt also die ökonomische Theorie und welche Strategie würden Sie jetzt für den Euroraum, für die Zukunft am ehesten als geeignet vorschlagen? Das ist natürlich ein Zusammenspiel von verschiedenen Maßnahmen. Zunächst mal ist es so, dass wir ja Erfahrungen haben auch aus der Finanzkrise. Und nach der Finanzkrise sind wir ja von einem relativ hohen Schuldenstand, auch in Deutschland, eigentlich quasi aus den Schulden herausgewachsen. Das waren gute Jahre, da hat eigentlich Wachstum im Wesentlichen dazu beigetragen, dass der Staatsschuldenstand zurückgegangen ist.
Das kann man jetzt natürlich auch hoffen, aber ob das passiert, das wird von verschiedenen Faktoren abhängen. Das wird zum einen natürlich davon abhängen, wie schnell wir jetzt tatsächlich durch diese Krise durchkommen, wie gut sich die Wirtschaft auch erholen kann. Das wird auch vom außenwirtschaftlichen Umfeld abhängen. Aktuell steht die Außenwirtschaft eigentlich relativ gut da. Die Lieferketten nach USA, nach China funktionieren. Das hätte man im Frühjahr vielleicht gar nicht unbedingt so gut erwartet, aber die Wirtschaft hat im dritten Quartal gebrummt. Wir haben so gutes Wachstum hingelegt. Jetzt aktuell wird die Erholung eingebremst durch die zweite Welle der Corona-Pandemie. Und jetzt wird es darauf ankommen, wie lange diese zweite Welle andauert, wie schnell wir da auch wieder auf einen Wachstumspfad kommen. Und dann ist auch immer ein bisschen Psychologie dabei. Ich glaube, es wäre sehr, sehr schädlich, jetzt zu diesem Zeitpunkt schon über Konsolidierung zu reden. Wir müssen jetzt schauen, dass wir investieren, dass wir die Konjunktur wieder zum Laufen bringen. Und dann muss man natürlich auch darüber nachdenken, wie man wieder konsolidiert. Das ist auch sehr wichtig. Ich glaube, ich würde dem komplett zustimmen, dass tragfähige Finanzen sehr wichtiges Element sind, gerade in der Europäischen Union, wo wir dieses Zusammenspiel von europäischer Geldpolitik und Finanzpolitik bei den Staaten haben, ist es besonders wichtig. Aber wie hier tatsächlich die Konsolidierung geschehen muss, das wird Aufgabe der nächsten Bundesregierung sein, würde ich vermuten. Das wird auch vor dem Wahlkampf nicht diskutiert werden können. Die Europäische Zentralbank betreibt ja seit geraumer Zeit eine sehr expansive Geldpolitik, eine Geldpolitik, die zu Zinsen nahe der Nulllinie führt. Wie würden Sie denn diese Geldpolitik, Frau Grimm, beurteilen wollen unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Neuverschuldung? Denn einerseits ist diese Geldpolitik natürlich sehr gut geeignet, die Schulden irgendwo in Zaum zu halten, weil natürlich die Zinsen niedrig sind. Andererseits sind sie bekanntlich auch eine Einladung zu immer neuer, bequemer Neuverschuldung. Wie beurteilen Sie diese expansive Geldpolitik vor dem Hintergrund der aktuellen Situation? Ja, ich glaube, man muss da sehr differenzieren. Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation ist das Agieren der EZB notwendig. Mhm. Die Geldpolitik muss in dieser Situation reagieren. Die ist auf europäischer Ebene verortet, während die Mitgliedstaaten innerhalb der gegebenen Regeln über ihre Fiskalpolitik entscheiden. Oberstes Mandat der EZB ist die Preisstabilität, aber sie hat natürlich auch einen Spielraum, auf die Stabilisierung der Wirtschaftsleistung im konjunkturellen Verlauf zu achten. Und da ist es natürlich so, dass ihre Maßnahmen aber immer den gesamten Euroraum betreffen. Nur die Fiskalpolitik, die in den Mitgliedstaaten verortet ist, kann eigentlich auf die jeweiligen spezifischen Gegebenheiten in den einzelnen Mitgliedstaaten ausgerichtet sein. Und insofern ist die expansive Geldpolitik aktuell angezeigt, um die geldpolitische Transmission zu reduzieren und auch um einen Anstieg bei den Staatsanleihenrenditen insgesamt zu verhindern. Aber es ist natürlich, darf auch kein Substitut werden für die fiskalpolitischen Maßnahmen. Und insofern muss auch da natürlich diese expansive Geldpolitik wieder zurückgeführt werden. Das wird auch ein längerer Prozess sein, weil natürlich diese ganzen Ankäufe in der Bilanz der EZB erstmal sind und dann es ein langer Prozess sein wird, das wieder zurückzuführen. Meines Wissens gibt es, ist da auch noch keine Strategie kommuniziert, wie das geplant ist, aber das ist sicherlich ein Thema, mit dem man sich dann auch befassen muss. Herr Plumpe, die Gesamtverschuldung der Bundesrepublik beläuft sich jetzt nach dem neuerlichen Sprung im Zusammenhang mit der Corona-Krise auf etwa 1,6 Billionen Euro, nur was den Bund betrifft, noch ohne Länder und Kommunen. Gibt es denn aus der Wirtschaftsgeschichte Anhaltspunkte dafür, dass ein Schuldenstand in dieser Größenordnung überhaupt jemals wieder zurückgeführt werden kann auf geordneten Wege, also nicht durch den Staatsbankrott? Gibt es dafür Anhaltspunkte oder ist diese Frage, die ich eben stelle, falsch gestellt, weil wir ja nicht über die Schulden einer schwäbischen Hausfrau sprechen, sondern über die Schulden von Vater Staat?
Es gibt verschiedene Beispiele, wie man aus schweren Schulden wieder herauskommen kann. Die sind sehr stark abhängig von den ökonomischen Parametern, die herrschen. Wenn Sie hohes Wachstum haben und die Zinsen und die Inflationsrate kontrollieren können, also man eine Situation finanzieller Depression erreichen kann, wie das etwa in den USA nach dem Zweiten Weltkrieg war, dann kann man da herauswachsen. Und dann kann man die faktischen Umverteilungseffekte, die mit dem Schuldenabbau verbunden sind, die verschwinden dann hinter den positiven wirtschaftlichen Effekten, die mit hohem Wachstum verbunden sind. Das war eine absolute Ausnahmesituation gewesen und sie war auch nicht ganz ohne Probleme, denn das hat ja dazu geführt, dass ein im Grunde genommen Offshore-Dollarmarkt entstanden ist, weil wegen der Zinsrepression in den USA man sehr viel Dollar nach Europa und anderswohin verschoben hat, wo sie dann außerhalb der amerikanischen Zinsrestriktionen verwendet werden konnten. Dadurch kam in das Bretton Woods-System eine erhebliche Dynamik hinein, um es vornehm auszudrücken. Die anderen Erfahrungen, jetzt, Sie haben ja gesagt, wir sollen von Währungsreformen, Geldschnitten oder ähnlichen Dingen absehen. Das sind die besten Beispiele, die es ansonsten gibt. Die beziehen sich auf die Zeit nach den Napoleonischen Kriegen, also 1815 folgend, als alle europäischen Staaten in hohem Maße verschuldet waren aufgrund des Krieges. Und diese Verschuldung ist in etwa bis zur Mitte des Jahrhunderts wieder abgebaut worden. Und zwar einfach dadurch, dass die Staaten heute mal bezeichnet werden als Manchester-liberal oder als besonders sparsam Nachtwächterstaaten, weil man die Staatsausgaben drastisch zurückgeführt hat und gleichzeitig einigermaßen moderates Wachstum hatte. In England liegt die Staatsquote 1815 bei 18-19%. Mitte des Jahrhunderts in der viktorianischen Zeit ist sie auf 10% abgesunken. Für Preußen haben wir ähnliche Verhältnisse. Die Folge davon ist auf der anderen Seite, dass der Staat als Nachtwächterstaat natürlich nicht in Erscheinung getreten ist, dass wir faktisch keine Sozialpolitik haben, dass die staatliche Infrastruktur und andere Dinge weitgehend zurückgenommen worden ist und Privaten überlassen worden ist. Auf die Weise ist man, wenn man so will, aus diesen Schulden herausgekommen. Aber das ist sicher auch einer der Gründe, weshalb sich in den 1840er Jahren sehr viele Probleme ballen, die dann zu einer revolutionären Entladung führen. Ansonsten kenne ich aus der Geschichte nur Beispiele, die durch drastische Gläubigerenteignung den Staat saniert haben. Aber darüber wollten Sie jetzt ja gerade nicht sprechen. Das wäre der sogenannte Haircut, mit dem schönen Begriff des Haircuts bezeichnet. Naja, wollen wir nicht hoffen, dass es so weit kommt. Ich will vielleicht das Rad noch... Ich glaube, da kann man auch Entwarnung geben. Also ich glaube, vor der Situation stehen wir in Deutschland keinesfalls. Ja. Wenn wir aufpassen, dann werden wir auch in der Europäischen Union nicht vor der Situation stehen, obwohl wir natürlich schon Acht geben müssen, dass wir uns in die richtige Richtung entwickeln. Der Punkt ist, wir haben über eine Variante der Entschuldung eben bisher nicht gesprochen. Das ist eben eine, wenn man so will, gezielte Inflationierung. Ich habe das mit der finanziellen Depression angedeutet, wenn die Preise schneller steigen, ein bisschen Wachstum da ist und die Zinsen gedeckelt sind, dann kann eine Situation entstehen, in der man aus der Verschuldung nach und nach herauskommt. Aber dann nimmt man eben in Kauf, dass die Inflationsgefahren zunehmen. Und Inflation ist im Moment unwahrscheinlich, das glaube ich auch. Aber Inflation ist historisch gesehen etwas, was punktuell geradezu explodieren kann. Einfach deshalb, wenn das Vertrauen in das Funktionieren des Geldsystems nicht mehr da ist, dann kann man auch relativ wenig über die Manipulation von Zinssätzen oder andere Dinge machen. Dann hat man einfach das Problem. Und in gewisser Weise ist das, was hier zurzeit sich abzeichnet, eben ein Spiel mit dem Feuer, das im Moment noch so ein bisschen eingedämmt wird durch das Prinzip Hoffnung, dass es eben soweit nicht kommt. Das Stichwort Inflation bringt mich zur nächsten Frage. Herr Plumpe, einer neueren Theorie zufolge, die vor allem in den USA zunehmend Anklang findet, können sich Staaten im Prinzip grenzenlos verschulden, sofern sie das in eigener Währung tun. Denn, so das Argument, niemand anderes als Staaten sind in der Lage, Geld zu schöpfen, Geld herzustellen, zu drucken und damit eben auch die Schulden zu bezahlen. Für uns als Historiker klingt diese Theorie gar nicht so neu, denn ich denke, wir haben das in Deutschland schon einmal praktiziert und dafür einen sehr hohen politischen Preis bezahlt. Finden Sie, dass diese Theorie der unbegrenzten Geldschöpfung ein geeignetes Mittel ist, um Schuldensituationen, wie wir sie gerade haben, zu begegnen? Nein, das würde ich für nicht unbedingt für naiv halten, zu glauben, aber dass die Geschichte lehrt, dass das sehr schwierig ist. Das geht ja in gewisser Weise auf Knapps staatliche Theorie des Geldes zurück. Mhm. Vorstellung, dass eben der Staat durch Ausgabe von insofern legitimen Geldzeichen
da handlungsfähig ist. Das ist auch nicht in irgendeiner Art und Weise limitiert. Da haben wir es ja schon, genau, Sie zeigen es. Der Punkt ist eben der, das hat man im Ersten und im Zweiten Weltkrieg so gemacht, da Deutschland keinen Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten hatte, Geldmärkten ohnehin nicht, hat man sich in eigener Währung verschuldet, also bei der eigenen Bevölkerung, hat dann auf verschiedene Weise versucht, die Schuldtitel in der Bevölkerung unterzubringen, im Ersten Weltkrieg offen, im Zweiten Weltkrieg versteckt. Die Folge davon ist die gewesen, dass das Spiel von Anfang an angelegt war, auf den Glücksfall, den Krieg zu gewinnen. Wenn man den nicht gewinnt, dann muss man intern damit umgehen. Und die Folge von starker Aufblähung der Geldmengen und der Folge von entsprechender Verausgabung des Geldes befindet sich ja nicht nur da auf der Seite, dass der Staat dann einen Haufen konsolidierter Schulden hat, sondern auf der anderen Seite sind ja in der Volkswirtschaft entsprechende Forderungen und Guthaben entstanden. Und wenn man das beseitigt, wenn man dann hergeht und sagt, in einem Währungsschnitt 1923 beziehungsweise 1948, wir streichen die staatlichen Schulden einfach, dann muss man ja mit den Guthaben und den Forderungen auf der anderen Seite auch umgehen. Und das ist durch Währungsreformen passiert. Das heißt also, die staatlichen Schulden wurden wirklich per Federstrich 1948 beseitigt. Aber das gesamte monetäre Vermögen der Bevölkerung ebenso, das von 100 auf 6,5 abgesenkt worden ist. Und ich glaube, wenn ich es genau gehört habe, dann sind ja einige Menschen, die der MMT, dieser modernen monetären Theorie angehören, ja auch der Auffassung, dass der Staat im Zweifelsfall durch hohe Steuern das einfach wieder reinholen kann, was er vorher als Geld ausgegeben hat. Das ist ja nichts anderes als Enteignung, auf das das hinausläuft. Also meiner Ansicht nach ist diese Theorie ein schöner Traum von der ewigen Vermehrbarkeit des Geldes, ist aber nicht realistisch, sondern die Risiken, die man damit in Kauf nimmt, sind gewaltig. Ja, und in der Europäischen Union ist es umso unrealistischer, ne, weil wir ja da eigentlich in der Geldpolitik alle in einem Boot sitzen, aber trotzdem noch die Autonomie der Fiskalpolitik der einzelnen Staaten haben im gewissen Rahmen. Und da ist das sicherlich eigentlich überhaupt keine Alternative. Herr Plumpe, wäre ich jetzt einer Ihrer angelsächsischen Kollegen, dann würde ich sagen, Ihr Deutschen leidet immer noch am Inflationstrauma. Ja. Ist das so? Ich glaube, dass dieses Inflationstrauma, das hat es definitiv gegeben nach dem Ersten Weltkrieg. Im Zweiten ist ja, kam es ja nicht zu einer offenen Inflation. Von daher spielt das da nicht so eine große Rolle. Aber ich glaube, damit werden versucht, bestimmte gute ökonomische Argumente letztlich auf eine Art Angstreflex zurückzuführen. Preisstabilität ist eben eine zentrale Bedingung für stabile ökonomische Entwicklung, für stabile funktionierende Sozialbeziehungen. Und gerade die Bundesrepublik Deutschland, die ein, wenn man so will, exportwirtschaftliches Modell verfolgt, in dem es auf die Kostenstrukturen der Produktion sehr ankommt, ist genau damit relativ gut gefahren, weil Preisstabilität letztlich berechenbare sozialpartnerschaftliche Beziehungen ermöglicht, die ihrerseits wiederum Lohnkosten, Dinge und andere in den Griff bekommen lassen. Von daher ist die Preisstabilität als Credo in der Bundesrepublik natürlich mit den Inflationserfahrungen begründet, auf der anderen Seite aber auch Ausdruck der Tatsache, dass das eine Möglichkeit ist, sich in einer sehr kompetitiven Weltwirtschaft ganz gut zu behaupten, ohne die entsprechenden Probleme. Man muss einfach nur mal an die 1970er Jahre in Großbritannien denken, als wir Inflationsraten hatten, die 20-25% hoch gewesen sind. Und es kommt dann zu diesem Winter of Discontent 1978-79. Was sollen Gewerkschaften denn machen, wenn die Preise um 20-25% steigen? Dann geht man auf die Straße, dann streikt man. Es gibt ja keine andere Möglichkeit, irgendetwas zu tun. Und genau daran, an dieser hohen Inflation scheitert die englische Labour Party. Und das ist der Hintergrund, auf dem Margaret Thatcher aufgestiegen ist. Von daher ist, ich kann das verstehen, wenn die angelsächsischen Kollegen sagen, mein Gott, guckt nicht so auf die Inflation, ihr seid da neurotisch in dem Punkt. Und irgendwas ist an einem Neurosevorwurf ja auch immer dran. Aber ganz entscheidend ist einfach das, dass die Stabilität ein ökonomisch sehr großes Gut ist, das man auch mit sachlichen Argumenten meiner Ansicht nach stark unterstützen kann. Frau Grimm, in der Terminologie Ihrer Disziplin ist die Corona-Pandemie ein externer Schock. Und wenn wir jetzt auf das noch junge 21. Jahrhundert blicken, dann fällt doch relativ rasch auf, dass wir es nun mittlerweile doch mit einer ganzen Serie von solchen externen Schocks zu tun haben, die mit einer gewissen Regelmäßigkeit aufschlagen. Stichwort Weltfinanzkrise der Jahre 2008 bis 2010, Stichwort Migrations- oder Flüchtlingskrise 2015. Und jetzt stecken wir inmitten der Corona-Krise, die das Ganze sozusagen im Wortsinne krönt. Und man kann ja sagen, diese externen Schocks, die sind ein Faktor, mit dem man auch in Zukunft rechnen muss.
Was bedeutet das denn für die Rolle des Staates in der Ökonomie, wenn er jetzt nicht mehr nur keynesianisch irgendwelche Konjunkturkurven ausgleichen muss, sondern auch mit externen Schocks größerer Art zu rechnen hat? Brauchen wir so etwas wie einen resilienten Staat im Blick auf Fiskalpolitik und Schulden? Ja, wir merken ja gerade, dass wir einen ziemlich resilienten Staat hatten und haben. Wir sind handlungsfähig. Sie haben recht, es kommen von Zeit zu Zeit immer wieder Krisen. Ich würde aber davor warnen zu glauben, die sind immer ähnlicher Natur. Die Corona-Krise ist völlig anders als zum Beispiel die Finanzkrise, wo es auch systemische Probleme gab, die die Finanzkrise ausgelöst haben. Die Corona-Krise ist anders in dem Sinne, dass niemand die aus seinem System heraus, aus einer Schwäche heraus ausgelöst hat, sondern die ist quasi über uns hereingebrochen. In den Situationen müssen wir reagieren, fiskalisch reagieren können, geldpolitisch reagieren können. Das ist möglich. Man sieht auch, dass nach anfänglichen Startschwierigkeiten die Europäische Union auch tatsächlich handlungsfähig ist. Die Beschlüsse jetzt auf dem letzten EU-Gipfel in der deutschen Ratspräsidentschaft sowohl bezüglich des Haushalts auch als auch bezüglich der Klimafragen zeigen ja, dass eine Handlungsfähigkeit da ist. Und ich finde das auch schon stimmt einen sehr optimistisch, dass das so ist. Zu Beginn der Corona-Krise war es so, dass uns das überrascht hat. Da waren ganz schnell die Grenzen zu. Das hat auch so ein bisschen die Fragilität der Europäischen Union nochmal gezeigt. Gut, dass das überwunden werden konnte und jetzt auch nicht wieder eintritt in dem Ausmaß. Ich glaube, man muss sich schon darauf vorbereiten, dass immer wieder Krisen kommen und dass man dann handlungsfähig ist. Aber zu denken, dass diese Krise jetzt quasi ein Muster ist für Krisen, die in Zukunft mal kommen könnten, das wäre falsch. Ich glaube, es gilt darauf zu achten, auf tragfähige Staatsfinanzen, auf eine Schärfung des europäischen Regelwerks. Es wäre auch, glaube ich, falsch, jetzt zu sagen, man nutzt die Gunst der Stunde und perpetuiert den Aufbaufonds und die gemeinsame Verschuldung in der Europäischen Union, weil das eine günstige Gelegenheit ist, ohne gleichzeitig die entsprechenden institutionellen Anpassungen vorzunehmen. Aber andererseits hat man natürlich jetzt auch mit der Corona-Krise gesehen und viel Grund zu der Annahme, dass europäischer Zusammenhalt was sehr Wertvolles ist. Ich glaube, wir werden gut daran tun, auch die Europäische Union zu stärken, den Binnenmarkt zu stärken und viele gemeinsame Themen zu definieren, die auch die Stellung der Europäischen Union in global, zum Beispiel in globalen Handelskonflikten noch stärkt. Und darauf muss man hinarbeiten. Ich glaube, man muss auch auf die Stabilität der Europäischen Union hinarbeiten. Und ich glaube, diese grundsätzlichen Rahmenbedingungen, die werden uns Resilienz bringen und nicht spezifische Reaktionen jetzt auf genau die Krise Corona-Pandemie. Herr Plumpe, würden Sie den Optimismus, den uns gerade Frau Grimm präsentiert hat, aus wirtschaftshistorischer Sicht denn teilen, was die externen Schocks und ihre Folgen angeht? Das ist ganz schwierig. Als Wirtschaftshistoriker ist man ja gewisserweise eben nach hinten. Man schaut ja nach hinten. Ich würde sagen, wir sind im Moment in einer Übergangsphase, die es unendlich schwer macht, das zu beurteilen. Wir reden über Maßnahmen, deren Wirkung wir gar nicht beurteilen können. Wenn das so wäre, dass das alles so funktioniert, dann wäre ein großer Teil der Wirtschaftsgeschichte ja völlig positiv verlaufen. Wir haben eben seit den 1950er, 60er Jahren Vorstellungen gehabt von Steuerung, Vorstellungen gehabt, durch starken staatlichen Einsatz Zyklen auszugleichen, Strukturanpassungskrisen und ähnliche Dinge in den Griff zu bekommen. Und die Erfahrungen, die wir haben, sind eigentlich die, dass die Probleme geblieben sind, die Staatsschuldenquote aber gestiegen ist. Es ist jetzt wäre falsch, daraus den Zynismus abzuleiten, zu sagen, man sollte gar nichts tun. Das würde ich überhaupt nicht sagen. Es ist in einzelnen Fällen sicher sehr viel Positives erreicht worden. Das kann man gar nicht anders sagen. Aber die Vorstellung zu glauben, man könne eine gegebene Konstellation, die jetzt doch sehr viele Risse aufweist, sehr viele Probleme hat, die sich im Moment relativ schön einfach auf die sogenannte Pandemie verrechnen lassen, könne das alles so ohne weiteres fortführen. Und da haben man jetzt sehr viel Geld in die Hand genommen. Das würde zu was Positivem führen. Das unterstellt ja, dass die Situation vor der Pandemie günstig gewesen ist. Und das ist es ja leider nicht gewesen. Wir haben, abgesehen davon, dass 2019 ein Jahr konjunktureller Abkühlung gewesen ist,
ja eine Fülle von Problemen in der Europäischen Union, die nicht angegangen worden sind. Wir haben eine sehr niedrige Produktivitätsentwicklung in den vergangenen Jahrzehnten gehabt. Wir haben große Probleme mit bestimmten Bereichen der Europäischen Union, die faktisch nicht mehr in der Integration, an der Integration wirklich teilnehmen. Das sind nicht nur periphere Gebiete, das sind auch bestimmte Industriebereiche und andere Dinge. Wir haben eine Ordnung, die Maastricht-Ordnung und den Euro, die in vielerlei Hinsicht korrekturbedürftig sind und wo die Anpassungen notwendigerweise gerade jetzt nicht erfolgen können, sondern man hält jetzt zusammen und sagt, wir müssen jetzt unbedingt nach vorne gehen. Aber ich sehe zurzeit nicht, lange Rede, kurzer Sinn, dass die Summe der Probleme geringer wird, mit denen sich in der Europäischen Union man auseinandersetzen muss, sondern ich habe eher das Gefühl, wir haben eine Zunahme dieser Probleme und das Allheilmittel zurzeit scheint zu sein, immer mehr drauf. Mit der Bazooka oder wie das heißt, whatever it takes, das zu machen. Für mich hat das ein bisschen den Eindruck einer Art Status Quo-Panik, also einer Art Angst, wenn wir jetzt nichts tun, wird es noch schlimmer. Also versuchen wir jetzt irgendwas zu machen, mobilisieren alles Mögliche und hoffen, dass es besser wird. Ich drücke die Daumen, dass das klappt. Ja, also ich teile die Diagnose, dass wir uns in einem Strukturwandel befunden haben und dass auch viele Probleme in der Europäischen Union klärungsbedürftig sind. Jetzt fragt sich, und da wird sich sicherlich jetzt auch herausstellen, es fragt sich einfach, ob man jetzt die Krise auch nutzen kann, um verschiedene Probleme doch einer Lösung zuzuführen. Also ich würde jetzt auch nicht behaupten, uns ging es gut, alles lief genau in die richtige Richtung, wir müssen jetzt nur so weitermachen und die Pandemie bewältigen. Nee, wir haben sicherlich einen Strukturwandel, wir haben die Klimafrage, die aber eine sehr hohe Priorität in der politischen Diskussion schon hatte und zu einer umfangreichen Transformationen auch der europäischen Wirtschaft führen wird. Und wir haben jetzt durch die Krise und durch die umfangreichen Investitionsmittel auch durchaus einen Hebel, diese Transformationsprozesse zu beschleunigen. Und wie sich dann die institutionellen und politischen Entwicklungen parallel ergeben werden, das wird die Zeit zeigen. Die Krise hat aber gezeigt, dass die Europäische Union durchaus zur Einigung in der Lage ist, die man ihr vorher nicht zugetraut hätte. Nein, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Ich habe nur im Hinterkopf eben die Lissabon-Strategie der Europäischen Union, die ist von 2004 oder 2005, glaube ich, wo man gesagt hat, man will der wettbewerbsfähigste Wirtschaftsraum der Welt werden. Und von daher bin ich skeptisch. Aber ich lasse mich gerne überzeugen, wenn es positive Ergebnisse gibt, dass das dann auch anders möglich ist. Aber die Europäische Union steht schon unter einer Bringschuld. Und was sie im Moment macht, ist in einer sehr schwierigen Situation mit einem Maximum an monetärem Einsatz Stabilisierung versuchen zu erreichen. Und wie das ausgeht, wie gesagt, aus historischer Perspektive kann ich da schwer was zu sagen. Man kann nur hoffen. Dann hoffen wir, dass die Geschichte sich auch weiterentwickelt. Das tut sie auf jeden Fall. Die Frage ist halt, wie? Ne? Genau. Ja, dann würde ich gerne meine letzte Frage stellen. Unser Gespräch ist überschrieben: Das Virus und der Schuldenstaat, wer zahlt den Preis? Und über diese Frage haben wir noch nicht gesprochen. Das ist wahrscheinlich auch die schwierigste von allen. Denn Tatsache ist ja, dass diese Schulden irgendwann in irgendeiner Form wieder bewältigt werden müssen und dass irgendjemand einen Preis zahlt, der mehr oder weniger schmerzhaft sein wird. Da würde ich mich freuen, wenn Sie beide noch mal kurz eine Einschätzung geben würden. Wer würde denn wohl dereinst den Preis der momentanen Politik bezahlen müssen? Diese Politik ist notwendig, das ist ganz klar, das stellt auch niemand in Abrede. Aber sie wird dennoch ihren Preis haben und dieser Preis wird sich unterschiedlich verteilen auf die unterschiedlichen Akteure, Gruppen und Klassen in der Bevölkerung. Wie würden Sie das einschätzen, Frau Grimm? Ja, also ich glaube, es ist nicht ausgemacht, dass die kommende Generation zwangsläufig den Preis zahlt. Ich glaube, die Frage, wo die kommende Generation, wo sich wirklich die Frage stellt, ob die kommende Generation den Preis zahlt, das ist der Klimawandel. Und da ist eben die Frage, wie wir uns verhalten und wie wir vorsorgen dafür, dass tatsächlich die Erderwärmung eingedämmt wird. Wer jetzt den Preis der Schulden in der Corona-Pandemie zahlt, das wird zum großen Teil eben davon abhängen, wie wir jetzt tatsächlich die Krise bewältigen und wie wir auch die Mittel einsetzen, um zum einen aus der Krise hinaus herauszuwachsen, Investitionen tätigen, um zum Beispiel auch die industrielle Transformation zu beschleunigen Richtung klimaneutrale, grüne Technologien, da liegen auch große industriepolitische Chancen. Gleichzeitig gibt es verschiedene
gesellschaftliche Gruppen, die jetzt besonderen Belastungen ausgesetzt sind. Zum Beispiel durch die Schließungen der Schulen und durch die Probleme aktuell Ausbildungsplätze zu finden. Eher die junge Generation. Und hier ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir auch wirklich Wert darauf legen, diese Menschen wieder mitzunehmen, dass die Schere in der Bildungsgerechtigkeit nicht weiter auseinandergeht. Auch die Situation von Frauen, auch die Partizipation von Frauen am Arbeitsmarkt, da müssen wir uns gut darauf vorbereiten, das relativ schnell wieder gerade zu ziehen, was da in der Corona-Pandemie hinten runtergefallen ist, weil wir ja, um tatsächlich auf einen Wachstumspfad zu kommen, zum einen die Chancen eröffnen müssen über Investitionen, zum anderen aber auch mit dem Fachkräftemangel umgehen müssen. Wir haben ja aktuell schon in der Industrie einen Fachkräftemangel und der wird natürlich nochmal verstärkt dadurch, dass jetzt in der Corona-Pandemie genau bei diesen Themen Bildung, Ausbildung, Beteiligung von Frauen am Erwerbsleben doch Rückschritte zu verzeichnen sind. Und ich glaube, da ist Wert darauf zu legen, in die richtige Richtung zu agieren in der Politik und dann wird auch die nächste Generation nicht einen großen Teil der Last tragen aus der Zeit der Corona-Pandemie. Ja, Herr Plumpe. Ja, wer zahlt? Zum Schluss, ja, dann früher hat man gesagt, wer zahlt, schafft an. Und insofern ist der, der zahlt, natürlich in einer starken Position, weil der bestimmen kann, was abläuft. Nur ist es hier anders. Ich glaube, zunächst wird es einfach über die Haushalte gehen. Da wird das landen. Also beim Steuerzahler. Dann landet das über die Verschuldung. Gewisserweise bei den Sparern, weil die Europäische Zentralbank an den Zinsen nichts ändern wird. Das heißt, auf alle absehbare Zeit wird sich also die private Altersvorsorge und alles das, was auf Zinsen aufbaut, nicht so rechnen lassen. Also die Umverteilungseffekte da sind, glaube ich, relativ offensichtlich und klar. Frage ist hinterher, wenn konsolidiert werden soll, auf wen sich das dann überträgt. Ich gehe davon aus, dass für den Fall, dass es in irgendeiner Art und Weise eskaliert, wir das Übliche haben, also eine Art Gläubigerenteignung, wie das 48 und 23 der Fall gewesen ist. Und was auf jeden Fall auf uns zukommen wird, ist das, dass der Staat sich die Großzügigkeit, die er hatte bis vielleicht 2019, dass das nicht mehr so ohne weiteres möglich sein wird. Und die großen Ausgabenposten, die muss man im Auge haben. Da ist die Sozialpolitik, da ist der Bereich der Flüchtlinge, da ist der gesamte Bereich, wenn man so will, der Staatsaktivitäten, der staatlichen Infrastruktur und. Auf den unter Umständen erhebliche Sparmaßnahmen zukommen. Wir erleben das an den Universitäten im Moment. Ja, ganz interessant. Im Zuge der Pandemie stellt man fest, dass man Lehre und Forschung vielleicht auch sehr viel preiswerter anbieten kann, indem man etwa digitale Formate verwendet, die in viel höherem Maße nutzbar sind, wo man weniger Räume benötigt, weniger Personal benötigt und. Also meiner Ansicht nach wird die Debatte darauf hinauslaufen, dass wir auf der einen Seite einen schlankeren Staat bekommen. Das trifft vor allen Dingen die auf den Staat angewiesen sind, dass auf der anderen Seite Steuerzahler und Sparer belastet werden und dass für den Fall einer Eskalation wir eine generelle Gläubigerenteignung haben. Aber das ist sehr, sehr weit da hinten. Nur, wenn ich mich frage, sehr weit vor uns, das sehe ich im Moment nicht realistisch. Wenn man das aber alles zusammennimmt, ist das kein so nettes Szenario. Aber zahlen muss halt einer. Wenn man das ganze Geld ausgibt, dann muss es auch irgendwie wieder hereinkommen. Und weitere Fantasie habe ich keine, als das, was ich gerade gesagt habe. Ja, mit diesem skeptischen Ausblick, der ja dem Historiker auch gut zu Gesicht steht, müssen wir leider dieses sehr anregende und sehr lehrreiche Gespräch beenden an dieser Stelle. Ich möchte mich sehr herzlich bei Ihnen beiden bedanken. Herzlichen Dank, Frau Professorin Grimm. Herzlichen Dank, Herr Professor Plumpe nach Frankfurt für das Gespräch. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und eine schöne Weihnachtszeit. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank ebenfalls von mir.